So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zur Folge Banished 28. Und wir müssen mal weiterhin gucken. Oh, unsere Leute sind aber extrem unglücklich. Wenn wir jetzt mal die Geschwindigkeit ein bisschen verringern, bevor wir da irgendwie. Ich meine, dass sie kein Storage-Sparen haben, das wird die ja nun nicht unglücklich machen, oder? Brennholz haben wir noch genug, kann sich keiner beklagen. Da fehlt jetzt nicht mehr viel, da fehlen noch drei Holz. Und dann müsste es hier losgehen. Habt ihr hier schon was hingeschleppt? Oh, der haben sie schon alle 12 Steine hingebracht. Was ja dann auch. Oh, unser Eisen ist alle. Sehe ich jetzt erst. Dann wäre das natürlich das nächste, was sie hier holen. Eisen können wir gar nicht künstlich anbauen, fällt mir gerade auf. Oder gibt es. Ah ne, doch, Eisenmine gibt es auch, wa? Die könnte man natürlich auch noch bauen. Du sag mal, da haben wir jetzt aber viel zu viel hier markiert, fällt mir gerade ein. Nicht, dass die sich hier. Ne, warte mal. Nicht, dass sie sich hier auf den Eisenabbau konzentrieren. So viel Eisen sollen die auch gar nicht abbauen, nur so ein bisschen. So, 41 Werkzeug haben wir mittlerweile. Und 62 Klamotten, ne? Das ist so eine feine Sache. Jetzt stellt sich die Frage, wie kriegen wir denn unsere Leute hier jetzt ein bisschen glücklicher hin? Ah, das Hauptproblem ist diese Storage-Sache hier. Wir haben meiner Meinung nach schon. Irgendwas mache ich mit der Priorität falsch, oder? Irgendjemand hatte doch mal geschrieben: The priority of the work being down in an area. Und jemand hatte mir mal was geschrieben zum Thema Priorität. Ich habe aber wieder vergessen, worum es da ging. Irgendwie, dass ich die Priorität nicht richtig. Was ist das hier? Dass ich die Priorität irgendwie anders machen muss oder was? Weil es ist ja auch rot, wa? Komischerweise. Es ist ja nicht grün. Grün ist es außenrum. Vielleicht zählt die gar nicht für Häuser. Schreibt doch mal bitte noch einmal was zu den Prioritäten hier rein. Damit ich diesen Fehler vielleicht in Zukunft vermeiden kann, wenn es denn ein Fehler ist. Es geht ja gar nicht, dass die hier kein Holz ranbekommen, ey. Alter. Ihr müsst doch wohl in der Lage sein hier. Und dann fällt wenigstens hier vorne ein paar Bäume. Mann. Kann doch nicht so schwer sein. Hier, den könnt ihr auch noch fällen. Ist da wenigstens ein bisschen Holz. Ach, guck mal hier. Was haben wir hier? Ach so. Was bist du? Dann könnt ihr doch hier vorne noch die drei hier so ganz schüchtern von der Ecke hier. Das wird doch keinem schaden, oder? Mal hier so ein Bäumchen mitnehmen. So. Drei Holz wären noch. Mann, Leute, die sind hier extrem unzufrieden, wegen, weil wir keinen Storage-Sparen haben. Komm, komm, komm. Holt jetzt hier Holz, Mann. Wir haben auch nur einen Laborer und einen Builder. Das ist scheiße. Komm, wir ziehen mal einen Fischer ab. Dass der vielleicht noch hilft. So, und jetzt das Holz. Los, bring. Oh, bring das bloß rüber. Jetzt. Jetzt muss es eigentlich losgehen. Nein, immer noch nicht. Eieieiei. Eieieiei. Da kommt einer mit. Mit was? Mit Fisch? Los, Leute. Guck mal, ist doch alles voll da, ey. Ein bisschen mehr Holz haben wir jetzt bekommen. Ja, unser komischer Handwagen ist natürlich jetzt endlich. Endlich. Ich denke mal, da werden die gleich 3 Sterne mehr haben, wenn die hier ihren.
Storage-Bahn haben. Da liegt sogar das Werkzeug schon rum. Jetzt werden wir mal kurz auf zwei Bauarbeiter gehen. Haben wir nur einen Laborer. In der Hoffnung, dass das was nützt. Die haben halt alle auch so viel zu tun. Guck mal, Brennholz verbrauchen wir irgendwie fast gar nicht mehr. Scheinbar heizen die tatsächlich ja mit Kohle. Was hier oben? Haben die jetzt eigentlich illegalerweise hier angefangen? Nein, noch nicht. So. Na, geht doch. Geht doch. Komm, baut jetzt, baut jetzt, baut jetzt. Wir haben keine Zeit. Wir brauchen das, um unsere Leute glücklich zu machen. Prozent, 65, okay. Das müsste gleich fertig sein. Dann, ah, sehr schön. Los, macht, 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 dass sie das ganze Zeug da reinpacken können. Na los. Oh Gott, das dauert, ey. Können wir uns mal in Ruhe die Baustelle hier angucken? Warum hört ihr hier einfach auf bei 85%? Könnt ihr mir das mal erklären? Das sieht ja schon mal schick aus hier. Ja, ich weiß, ihr seid unzufrieden. Es ist aber gleich. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln und dann jetzt. So, jetzt könnt ihr euer ganzes Zeug da reinpacken. Wir gehen jetzt mal wieder runter auf ein Bilder. Kontrollieren mal oben alles. 909 Lebensmittel, 153 Brennholz. Okay, später Winter. Brennholz ist jetzt weniger geworden. Holz haben wir immer noch nicht. Unglaublich. Stein haben wir jetzt mittlerweile so ein bisschen. Wie sieht's hier aus mit dem Forester? Forester Lodge. Ah, okay. Da fehlt jetzt noch ein Haufen Holz. Gut, da er ja sowieso kommt dann und hier forestet, können wir auch das Holz hier erstmal wegnehmen. Hier ist natürlich ein bisschen fragwürdig, wenn wir dem jetzt hier das ganze Holz wegnehmen. Genauso er hier. Wir brauchen hier Holz auch ein bisschen immer, um aktiv zu sein. Können wir, falls sie hinten... Naja, lassen wir mal lieber. Nicht, dass sie da irgendwie 3 Meilen um den Berg rumgehen. Er jagt hier, okay. Könnten wir eigentlich hier vorne noch ein bisschen Holz wegnehmen. Die hier können wir auch wegnehmen. Na, den auch. Die hier noch. So. So sind die jetzt schon ein bisschen glücklicher geworden. Scheinbar noch nicht. Jetzt müssen wir den auch wieder aktivieren, den Woodcutter. Scheinbar ist hier noch keiner eingezogen, oder? Wohnen da schon welche? 2 Leute. Hm, okay. Ältere auch. Da werden ja auch bald mal dann welche sterben, hier aus Altersgründen. Der Friedhof ist fertig, ist sehr schön. So, und bevor hier hinten der Forster nicht fertig ist, werde ich mich auch hüten. Werde ich mich hüten.
Da könnten wir eigentlich so einen kleinen Storage für Holz hin machen, dass er das nicht jedes Mal immer gleich nach sonst wo trägt. Ein Stockpile, genau. Ein kleinen nur für Holz. So. Gut, jetzt fällt mal hier schön Holz. So, was ist dein Problem? Was ist hier los? Wir haben einen da. Achso, weil wir gar kein Holz haben. Okay. Da wird jetzt ein bisschen Holz geholt. Können wir natürlich wieder die Nummer mit der Priorität machen. Ob es was bringt oder nicht, ist egal. Kostet ja jetzt nichts. So. Muss das heißt auch immer noch nicht, dass wir dann auf einmal Holz haben, wenn wir den Forester fertig haben. Wir müssen im Prinzip uns entscheiden, hier irgendwelche Waldflächen abzuroden erstmal. Aber dann ist unsere Nahrungsmittel-Verdingsbumsung ziemlich im Arsch. Wenn wir hier zu tief reingehen, was ist das hier eigentlich? Achso, der Hunter. Oh, wir haben schon einen Fischer abgezogen. Komm, wir gehen mal hier einen Hunter runter. Zwei Hunter reichen erstmal. Gesundheit sieht ganz gut aus. So, was können wir jetzt den Leuten tun, dass sie ein bisschen glücklicher werden? Bevor wir hier einen Steinbruch bauen, oder? Wollen wir den Steinbruch auch noch bauen? Ups. Na, nun komm schon. Wo war er? Wo war er? Hier. Mine? Quarry. Steinbruch. Wow, nicht zu unterschätzen. Und was der an Ressourcen braucht, auch unglaublich. Unglaublich. Ne, wir machen mal erstmal was, was die Leute glücklicher macht. Das könnte sein... Was ist das hier eigentlich nochmal gewesen? Trading Post. Ach so. Auch teuer, 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 teuer. So. Ein Schulhaus. Würde die schon glücklicher machen. War ein Krankenhaus. Eine Town Hall. Ist relativ teuer. Eine Kirche ist extrem teuer. Friedhof haben wir schon. Gut, dann machen wir jetzt mal eine Schule oder was. Für die paar Männer kicken, das ist eigentlich das günstigste. So, hat die eigentlich einen Einflussbereich? Nicht wirklich, wa? Dann werden wir mal die Schule hier hinstellen. Wir werden mal wegmäßig vielleicht ein bisschen was machen. Das war hier... bisschen verschönern hier unser Dorf, indem wir hier so einen Weg hinmachen. So. Gut, dann wird das natürlich jetzt hier eine Weile dauern, bis die Schule überhaupt gebaut wird, würde ich mal vermuten. Dann wäre natürlich auch noch eine Überlegung, ob man hier eine Brücke rüber baut. Okay, hier geht es langsam los, ist schön. Wobei diese Brücke wahrscheinlich sehr viel Holz verbrauchen würde. 56 Holz und 14 Stein. Hier ist mir zu teuer. Ist mir einfach zu teuer. Okay, er macht jetzt wieder Brennholz. Wir werden mal gucken, dass wir noch mehr Holzaufträge geben. Hier ein bisschen ganz schüchtern am Rand. Hier oben reicht ja, glaube ich, gar nicht. Jetzt könnten wir mal, wir sind mal jetzt ganz radikal. Gehen wir mit dem Auftrag, alles Zeug hier in diesen Bereich runter abzuholen. Das dürfte jetzt die hier nicht so weiter tangieren. Aber wir haben, glaube ich, noch keine neuen Bewohner groß bekommen. Nahrung ist auch gut. Ich bin jetzt einfach mal ganz frech und baue noch ein Haus. Guck mal hier. Ich hoffe mal, hier passt ein Haus rein. Tatsächlich. Cool. Oder haben wir natürlich jetzt einen Weg vergessen. Direkt am... Warte mal. Vielleicht können wir das noch revidieren. Na?
Ah, okay. Weißt du, dass wir hier erstmal einen kleinen Weg machen? Na, wo ist denn das hier? Der hier genau hier lang geht, genau. Und dass wir jetzt das Haus bauen. So, der müsste trotzdem noch reinpassen, war ja gerade so. Genau. Ordnung muss sein. Ordnung ist das halbe Leben. Oder so ähnlich. So schön, hier wird gebaut, unser Forester. Aber dann haben wir gleich gar keine Arbeiter mehr. Dann haben wir gleich gar keine Arbeiter mehr. Sehr, sehr ungünstig. Schule haben wir einen Auftrag gegeben, richtig? Ja. Da würde ich jetzt auch erstmal vielleicht gar keine Prioritäten so hochknallen hier. Aber wir können hier vielleicht gucken, ob wir wegmäßig noch ein bisschen... Hier noch ein bisschen einen kleinen Weg bauen. So. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Hier genau. Da würde sogar auch noch ein Haus hinpassen, wa? Hier in diesem Bereich. Hm. Ja, mal gucken. Wie sich das entwickelt. So, er ist ja gleich fertig. Das ist eine feine Sache. Dann müssten wir eigentlich so jetzt nicht mehr ganz so schwer haben mit Holz. Da müsste ab und zu ein bisschen Holz reinkommen. Im Moment sieht es ja echt schlecht aus. Wobei die eigentlich, wenn ich da hinten den Auftrag von da hinten, da, wenn sie den ausführen. Hier. Ja, da sind sie hier schon am Rudern, okay. Tragen sie natürlich alles. Weil ich auch keinen Bock habe, jetzt da hinten nochmal extra einen Stockpile hinzubauen. An der Kirche wird fleißig geackert. Eisen brauchen die auch. Eisen brauchen die von der Kirche. Wie schamlos. Eisen könnt ihr hier mitnehmen. Für eure Leute. Da haben wir, glaube ich, selbst hier... Na, okay, da sind Steine... So, jetzt ist er dran. Die Forester Lodge. Der braucht jetzt natürlich Arbeiter. Dann gehen wir jetzt bei dem Herbalist mal einen runter und bei dem Fisherman. Oh, sehr riskant, sehr riskant, sehr riskant. Gut, wir nehmen einen Fisherman noch weg. Hilft alles nichts. Guck mal, hier könntest du fast noch einen Hunter hinbauen. Hunter, Hunting. Holz ohne Ende, Steine ohne Ende, bloß alles sehr weit weg. So. Bin ich mal gespannt, ob die Leute dann glücklicher sind, wenn sie eine Schule haben. An der Schule wurde jetzt schon ein bisschen rumgehackt. So Leute, das war's wieder. Wir sehen uns dann morgen wieder. Zu einer weiteren Folge Banished und im Moment ist es schon ganz schön spannend, wenn wir auf jeden Fall weiterverfolgen hier, was da läuft und so weiter. Scheinbar haben wir jetzt so halbwegs die richtige Geschwindigkeit gefunden, mit der wir hier bauen und wir müssen halt immer warten, bis die Bauaufträge abgearbeitet sind. Und dann geht's auch so halbwegs. Es kann aber trotzdem sein, dass das ganze Ding hier komplett umkippt. Wir haben jetzt auch noch nicht die Statistiken groß studiert oder so. Aber im Moment sieht es ja so mit der Nahrung ganz gut aus. Und Holz wird jetzt geholt von da hinten und so weiter. Gut, bis morgen. Morgen kommt die nächste Folge Banished. Tschüss.